Das Tor zur Ewigkeit muss passiert werden von einem jeden Menschen, und ebenso muss an jedes Wesen, das den Gang auf Erden einmal angetreten hat, auch die Verkörperung als Mensch durchmachen. Folglich also wird alles Wesenhafte einmal davor gestellt, die irdische Hülle abzutun und körperlos in das jenseitige Reich hin überzugehen. Doch wie verschiedenartig kann dieser Übergang aus dem irdischen Bereich in das ewige Reich sein? Nicht immer bedeutet dieser Übergang für das Wesen Erlösung, das heißt Befreiung aus allen Fesseln, obwohl alle irdische Körperschwere von ihm abfällt. Es kann jedoch die Fessel, die es nun verspürt, weit belastender sein, als es die irdische Hülle je für das Wesen war. Es kann aber auch ein ungemein freier, glücksauslösender Zustand das bisherige irdische Leben ablesen und das Wesen alle Qualen, alle Fesseln und alle Leiden enthoben sein. Es kann beispielsweise einen auf Erden in Dürftigkeit lebenden Menschen das herrlichste Los im Jenseits erwarten, und nichts mehr erinnert ihn an seinen Erdenzustand, denn sein jetziges Leben ist Licht, Freiheit und unsagbares Glück. Wiederum vertauscht so mancher Mensch ein Erdeleben in satter Behaglichkeit, Freuden und körperliche Genüsse ein gegen ein jämmerliches Dasein im Jenseits, wo es ihm an allem mangelt, was ihm das numerige Leben erträglich machen könnte. Und dieser Wechsel ist für das Wesen unsagbar bitter, sofern es seine eigene Schuld ansieht und sein ungenütztes Erdeleben erkennt, sowie den endlos langen Wandel auf Erden zuvor. Denn nun tauchen in ihm die Erinnerungen auf an die vielen Vorstadien, die es durchlebt hat, und je mehr ihm dieses zum Bewusstsein kommt, desto qualvoller ist sein Zustand, während das befreite Wesen gleichfalls diesen geistigen Werdengang erschaut und Gott über alles Lob und Preis, ob seine Güte und Fürsorge, die ihm seine endgültige Freiwendung ermöglichte. So wird also der Übergang in das jenseitige Reich undenklich viele Geistesstufen erkennbar werden lassen. Der Wesen, die in strahlender Lichtfülle erwachen, werden nur wenige sein, doch der dunkle Gestalten unbeschreiblich viele und das Erwachen für diese furchtbar, denn ihr Aufenthalt ist genauso dunkel und lichtlos wie ihre Seelenzustand. Sie gehen in jene Sphäre ein, die ihrem Reifezustand entsprechen. Sie haben niemals Licht begehrt während ihres Erdenwandelns, und ihnen ist nun das Los zuteilt geworden, das sie angestrebt haben auf Erden. Sie werden nicht ungerecht bedacht, sondern empfangen, was sie verlangten. Sie sind in einer Umgebung, die voll und ganz das erfüllt, was ihr Geisteszustand beansprucht. Entsprechend selig aber sind, die auf Erden schon das Licht begehrten, denn ihnen leuchtet es in aller Fülle und Kraft. Des Geistes Streben auf Erden wirkt sich nun im Jenseits aus, denn es hat sich der Mensch zuvor Reichtum gesammelt, der nun seinen seligen Zustand hervorruft. Nun gibt es keinen anderen Unterschied zwischen den Wesen als den der Lichtstärke. Doch weh den Wesen, denen das Licht mangelt, die es noch nie begehrten und auch nun noch fliehen. Bedrückung, Traurigkeit, Empörung und Finsternis ist ihr Los, und dies kann auch nicht beliebig geändert werden, solange das Lichtverlangen in dem Wesen nicht rege wird. Es muss das Wesen leiden, das heißt, es entbehrt etwas, obwohl sein Wille es nicht begehrt. Es spürt die Qualen der Dunkelheit und sucht ihr doch nicht zu entfliehen,
weil dieses Dunkelheit gleichzeitig auch den Willen hemmt und dies aus eigener Schuld. Erst das Verlangen nach Licht lässt den Willen tätig werden, doch selten verlangt ein Wesen im Jenseits nach Licht, das dieses auf Erden abgewiesen hat. Das ist das Bedauerliche, dass sich die Anstellung des Menschen auf Erden selten im Jenseits verändert, dass das Wesen in gleicher Ablehnung verharrt, oft unvorstellbar lange Zeit, und dass es nicht zwangsmäßig der Erkenntnis zugeführt werden kann, dass die Wesen nun aber auch nicht die Möglichkeit haben, geistig Reifes zu schauen, da sie dessen Lichtfühle nicht ertragen könnten in ihren unvollkommenen Zustand, dass ihnen also wieder kein sichtbares Beweis geliefert werden kann, der ihre falsche Anstellung ändern könnte. Denn ein solcher Beweis würde sie wieder nur richten, das heißt zwangsmäßig zur Erkenntnis führen. In jedem Zustand, und sei er noch so lichtlos, muss sich das Wesen selbst frei zu machen suchen, es muss wollen, dass es frei werde, und dann erst wird es um sich Licht spüren. Doch alles Lichtvolle schaut und erkennt die Herrlichkeit Gottes. Es sieht Dinge, die es bisher nicht kannte. Es sieht den Zusammenhang aller Schöpfung. Es steht in Wissen und ist sonach auch Gott nah, denn Gott ist das Licht, das alle diese Wesen erleuchtet. Und so ist der Eingang zum jenseitigen Leben stets eine Scheidung von Licht und Finsternis, eine Scheidung der Wesen, die im Gottverlangen standen, und jene, die nun die Welt und ihre Güter kannten. Erstere begehrten bewusst das Licht, letztere den Fürsten der Finsternis, und also wird einem jeden, was er begehrt, während seines Erdenwandels. Amen.